Ich möchte jetzt die Schaltung des Abwärtswandlers analysieren, und zwar systematisch mit dieser Vorgehensweise, die ich vorgestellt hatte, mit dieser Mittelwertanalyse. Dazu kurz ein Sprung zurück ins Skript. Wir hatten diese Vorgehensweise betrachtet, hier diese systematische Analyse von DC-DC-Wandlern, dass wir hier gesagt hatten, wir nehmen an, dass die Ströme in Induktivitäten und Spannungen an Kapazitäten ersetzt werden können durch einen Mittelwert plus einen kleinen Wechselanteil. Wir vernachlässigen dann diesen Wechselanteil, rechnen mit den Mittelwerten, und dann haben wir dieses, in Anführungszeichen, Kochrezept, um vorzugehen, um diese Größen zu bestimmen. Jetzt wollen wir das mal bei dem Tiefsetzsteller bzw. Abwärtswandler machen. Das heißt, ich führe jetzt dort ein den Mittelwert des Stroms in der Induktivität und den Mittelwert der Spannung an der Ausgangskapazität. Und wir werden dann mittels des Spannungs- und Stromzeitflächengleichgewichts unter Zuhilfenahme der Schaltzustände zwei Gleichungen ermitteln, um diese Werte zu bestimmen. Und tatsächlich werden wir rauskriegen, dass hier die Spannung UC Mittel dann D mal UE sein wird, und wir werden rauskriegen, dass der Mittelwert des Stromes IL gleich dem Ausgangsstrom entspricht. Das ist zwar beim Abwärtswandler hier einigermaßen offensichtlich, das haben wir uns ja schon anschaulich abgeleitet. Tatsächlich bei den anderen DC-DC-Wandlern ist diese Art der Vorgehensweise häufig die einzige bzw. eine, die systematisch schnell zum Ziel führt. Da sieht man das dann sonst nicht so direkt. Schauen wir uns das also an und gehen dann in diesen drei Schritten vor. Ich werde also zunächst wieder die Schaltung betrachten und dann die Mittelwerte einführen. Das heißt, wir haben hier die Schaltung, hier Schalter, Diode, Induktivität, Kondensator und den Lastwiderstand. Und jetzt ersetze ich die Größen an dieser Stelle durch ihre Mittelwerte. Das heißt, hier in der Induktivität fließt der Strom IL. Und den ersetzen wir jetzt durch seinen Mittelwert, IL Mittel. Und ich ersetze die Spannung an diesem Kondensator, was gleichzeitig die Ausgangsspannung ist, durch ihren Mittelwert, UC Mittel ist gleich UA. Und jetzt wollen wir uns hier anschauen, wie kann ich jetzt diese Gleichung für das Spannungszeitflächengleichgewicht aufstellen. Und dazu betrachten wir die beiden Schaltzustände. Das heißt, wir gehen aus von dem, was wir hier oben abgeleitet haben. Ich male nochmal diese Schaltzustände ab, diese Zeitverläufe, und benutze auch hier dann diese Größen. Ich habe also den ersten Zustand, wenn der Schalter ein ist und die Diode aus, mit der Dauer 0 kleiner t kleiner d mal t, was hier t ein ist. Das ist die Dauer, die wir dort haben. Das heißt, eigentlich ist die Dauer d mal t. Ich habe also das Intervall 0 kleiner t kleiner d mal t. Und dort haben wir diesen Zustand, dass an dieser Stelle Schalter geschlossen ist, der Strom IL Mittel über den Schalter fließt und sozusagen Energie vom Eingang aufgenommen wird. Und aus diesem Ersatzschaltbild ermitteln wir jetzt mit den Größen, die wir hier oben dargestellt haben, die jeweils anderen Größen an den Bauelementen L und CA. Das heißt tatsächlich, was uns interessiert ist, das steht auch in diesem Kochrezept drin. Gehen wir kurz zurück. Wir bestimmen jetzt in den Schaltzuständen Spannungen an den Induktivitäten und die Ströme durch die Kapazität. Das heißt, malen wir die ein, bestimmen jetzt die Spannung UL und den Strom IC und versuchen die auszudrücken durch die Mittelwerte. Ja, was ist hier die Spannung UL? Die Spannung UL, hatten wir schon abgeleitet, ist die Differenz aus Eingangsspannung, die ein Mittelwert ist, minus dem Wert dieser Ausgangsspannung. UC Mittel gleich UA. Das heißt, ich kann ja sagen, okay, UL ist UE minus UC Mittel. Das nächste ist, wir bestimmen jetzt den Strom durch den Kondensator in Abhängigkeit der Mittelwerte. Dazu brauchen wir natürlich den Mittelwert des Stromes IL. Ich muss hier die Knotenregel anwenden. Das heißt, es fließt hier in den Lastwiderstand ein Strom rein, IR. Wenn wir den durch den Mittelwert ausdrücken, der ist nichts anderes als UC Mittel durch R oder UA durch R. Und dann wollen wir hier bestimmen den Strom an dieser Stelle IC1. Und das hier wäre zum Beispiel die Spannung UL1. Und dann kann ich hier sagen, okay, tatsächlich UL1 ist UE minus UC Mittel. Und wir sehen hier, wenn ich die Knotenregel auswerte, IC1 muss sein IL Mittel minus IR oder IC1 ist IL Mittel minus UC Mittel durch R. Weil das hier, das sind also die beiden Gleichungen für diesen ersten Schaltzustand. Dann gucken wir den zweiten Schaltzustand an. Dort hatten wir gesagt, die Diode schaltet ein und der Schalter ist ausgeschaltet. Das heißt, wir haben hier vorne eigentlich eine Unterbrechung. Ich lasse das jetzt mal weg. Ich mache jetzt bloß den Stromflusspfad über die Diode. Wieder die Induktivität, Kondensator, Lastwiderstand. Und wir ermitteln jetzt hier wieder den Strom durch den Kondensator IC2 und die Spannung über der Induktivität UL2. Und zwar wieder in Abhängigkeit von diesem Mittelwert des Stromes IL Mittel
und der Spannung UC mittel gleich UA. Tatsächlich können wir es ein bisschen abkürzen. Für den Strom IC2 wird sich nichts ändern, weil an diesem Knoten hier oben hat sich nichts geändert. Das heißt, wenn wir das hier reinmachen, kann ich sagen, IC2 ist das gleiche wie vorher. IC1 ist hier minus UC mittel durch R. Und UC mittel durch R ist natürlich wieder der Strom IR, den ich da oben schon eingeführt habe. Für die Spannung an der Induktivität, was haben wir dort? Tatsächlich die Spannung, die sozusagen auf der linken Seite der Induktivität anliegt, minus die Spannung an dem Kondensator. Die Spannung an der linken Seite der Induktivität ist jetzt hier 0 Volt. Also kriegen wir hier raus, UL2 ist 0 minus UC mittel minus UC mittel. Jetzt haben wir sozusagen die ersten beiden Schritte durchgeführt. Das heißt, wir haben die Mittelwerte in die Schaltung eingeführt, haben diese Welligkeit vernachlässigt. Kurz die Idee, die dahinter steckt, zur Motivation nochmal. Wir haben also gesagt, hier der Strom durch die Induktivität, der schwankt so um seinen Mittelwert drum, was hier IA ist. Jetzt werden wir gleich sehen, dass das IA ist und wir vernachlässigen diese Änderung Delta IL, nehmen also an, sozusagen, dass diese Welligkeit sehr, sehr klein ist. Wie würde man das erreichen? Man könnte das erreichen mit einer theoretisch unendlich großen Induktivität oder sehr großen Induktivität. Und das gleiche für einen Ausgangskondensator. Dort nehmen wir halt an, dass dieser Kondensator seine Werte kaum ändert. Also dass der Kondensator die Spannung kaum ändert. Jetzt stellen wir hier an der Stelle zwei Gleichungen auf. Einmal das Spannungszeitflächengleichgewicht und einmal das Stromzeitflächengleichgewicht. Und werden jetzt sehen, aus diesen vier Teilen, die ich hier, also diesen vier Gleichungsteilen, die ich dort habe, für UL1, UL2, IC1 und IC2, kann ich zusammen mit dem Spannungszeitflächengleichgewicht und dem Stromzeitflächengleichgewicht gerade ein Gleichungssystem aufstellen, um UC-Mittel zu bestimmen und IL-Mittel zu bestimmen, weil diese in diesem Gleichungssystem vorkommen. Das heißt, fangen wir an zunächst das Spannungszeitflächengleichgewicht, das heißt hier das UT-GGW, das werten wir aus für die Induktivität und sagt uns, dass das Integral über die Spannung ULDT gleich 0 ist, wenn wir über eine gesamte Periode integrieren. Also machen wir das. Und jetzt ist es so, wenn wir diese Mittelwerte einführen, dann wird dieses Integral sehr einfach. Das ist nicht die Idee, die hinter dieser Mittelwertbildung steckt. Das heißt tatsächlich, dieses Integral lässt sich zerlegen in zwei Teile. Einmal das Integral von 0 bis d mal t. Und hier, Achtung, hatte ich vergessen, das zweite Intervall hat die Dauer 1 minus d mal t und geht von d mal t bis t. Das heißt, ich habe einmal ein Integral über UL von 0 bis d mal t und ein zweites Integral von d mal t bis t. Ich kann das Integral aufspalten. Und der Trick ist jetzt, dadurch, dass ich hier die konstanten Werte eingeführt habe, kann ich sozusagen die Lösung gleich hinschreiben, weil beim konstanten Wert habe ich sozusagen bloß eine rechteckförmige Fläche, muss also bloß den konstanten Wert mit der Dauer dieses Intervalls multiplizieren, kriege also hieraus für den ersten Term, das muss sein UL1 mal d mal t und der zweite Term muss sein plus UL2 mal 1 minus d mal t. Das heißt tatsächlich, das hier gibt das erste Integral, das hier gibt das zweite Integral und so einfach kann man dann dieses Spannungszeitflächengleichgewicht auswerten, wenn wir Mittelwerte angenommen haben. Ansonsten müsste ich ja natürlich hier integrieren und so können wir das einfach annehmen. Jetzt setzen wir die Werte ein. Was haben wir dort für das Spannungszeitflächengleichgewicht? Ich habe hier UL1 ist UE minus UC Mittel. Das ist also UL1 mal D mal T plus UL2. Das ist aber hier minus UC Mittel mal 1 minus D mal T ist gleich 0. Und jetzt können wir hier kürzen, erstmal ein T. Und wir können jetzt auflösen nach UC Mittel. Das heißt tatsächlich, wenn wir das hier betrachten, sehe ich, ich habe hier einmal UE multipliziert mit D, wenn ich das T gekürzt habe. Und hier habe ich plus minus UC Mittel mal einmal D, das kommt von hier. Und hier haben wir plus 1 minus D von diesem zweiten Term. Ja, und dann sehen wir natürlich, okay, tatsächlich D plus 1 minus D, kann ich wieder das D kürzen, kriegen wir also raus UE mal D minus UC Mittel ist gleich 0 oder... Wenn wir es auflösen, UC Mittel ist gleich D mal UE. Da aber UC Mittel nichts anderes ist als UA, haben wir hier UA ist gleich D mal UE. Und damit kriegen wir aus dem Spannungszeitflächengleichgewicht hier die Spannungsübertragungsfunktion M. Die ist UA zu UE. Wir müssen also hier auflösen nach UA zu UE. Kriegen also raus, das ist D
Und wir sehen, wie behauptet im kontinuierlichen Betriebsmodus, ist hier die Spannungsübertragungsfunktion nur eine Funktion des Tastverhältnisses D. Und das wird auch später bei den anderen DC-DC-Wandlern, die mit Pulsweitenmodulation betrieben werden, genauso errechenbar sein. Das heißt, über das Spannungszeitflächengleichgewicht bekommen wir die Spannungsübertragungsfunktion. Haben wir mehr als eine Induktivität, müssen wir natürlich hier nicht bloß eine Gleichung lösen, sondern kriegen wir ein Gleichungssystem für das Spannungszeitflächengleichgewicht, wo wir eventuell noch andere Gleichungen einsetzen müssen. Gut, dann wollen wir jetzt als zweites das Stromzeitflächengleichgewicht bestimmen. Das heißt hier dieses ITGGW, Stromzeitflächengleichgewicht. Und tatsächlich wird uns dieses jetzt den Mittelwert des Stromes durch die Induktivität liefern. Das ist sehr interessant, bloß so als Anekdote mehr oder weniger, wenn wir uns anschauen. Ich bestimme über den Mittelwert der Spannung an der Induktivität eigentlich den Mittelwert der Spannung an der Kapazität. Und jetzt bestimme ich über den Mittelwert des Stromes durch die Kapazität den Mittelwert des Stromes an der Induktivität. Der Ansatz ist der gleiche. Wir haben gesehen, beim Kondensator muss gelten, das Integral 0 bis t über ic von t dt muss gleich 0 sein. Das heißt, wir können es hier abkürzen, können es genauso aufspalten wie dort oben. Ich muss tatsächlich hier bei abschnittsweise konstanten Strömen bloß berechnen ic1 mal d mal t plus IC2 mal 1 minus d mal t ist gleich 0. Das ist das gleiche wie oben hier, integral aufgespaltet. Da aber die Verläufe angenommen jetzt konstant sind hier in diesen einzelnen Intervallen, weil jetzt das hier Mittelwerte sind, kann ich dieses Integral wieder zu einem einfachen Produkt aus Wert mal Zeitdauer machen. Hier in dem Fall halt IC1 mal d mal t plus IC2 mal d mal t, setzen wir das wieder ein. Dann haben wir jetzt hier an der Stelle, wenn wir IC1 einsetzen, IL Mittel minus UC Mittel durch R, multipliziert mit d mal t. IC2 ist das gleiche, habe hier also IL Mittel minus UC Mittel durch R mal 1 minus d mal t ist gleich 0. Wir können das t kürzen. Und jetzt können wir das zusammenfassen. Tatsächlich sehen wir, ich habe in beiden Fällen denselben Term. Kann es also ausklammern hier, IL Mittel minus UC Mittel durch R mal D plus 1 minus D. Dann hier oben, es kürzt sich wieder das D raus, haben wir also IL Mittel minus UC Mittel durch R ist gleich 0 und daraus folgt jetzt hier IL Mittel ist UC Mittel durch R. Und da jetzt hier gilt UC Mittel gleich UA, kann ich damit automatisch sagen, an dieser Stelle IL Mittel ist gleich IA, weil UA durch R Last gleich IA ist. Der Ausgangsstrom auf Systemebene betrachtet bei einem DC-DC-Wandler. Und tatsächlich sehen wir jetzt über das Stromzeitflächengleichgewicht, haben wir jetzt bestimmt den Strom in der Induktivität, den Mittelwert des Stromes. Und über das Spannungszeitflächengleichgewicht haben wir hier oben bestimmt die Spannungsübertragungsfunktion. Auch wenn das jetzt übermäßig kompliziert aussieht für diesen Tiefsetsteller, dann wird das später so sein, dass wenn wir kompliziertere Schaltungen analysieren in diesem pulsweitenmodulierten Modus, wir tatsächlich immer dieselbe Vorgehensweise haben, Spannungszeitflächengleichgewicht, Stromzeitflächengleichgewicht, und diese führen uns dann auch zu diesen jeweiligen Mittelwerten. Das heißt zum Beispiel beim CPIC, CHUK oder Zeta-Wandler müssen wir halt das Spannungszeitflächengleichgewicht für zwei Induktivitäten auswerten. Simultan kriegen wir ein Gleichungssystem und das Stromzeitflächengleichgewicht für zwei Kondensatoren. Einmal für den, der diesen kapazitiven Energietransfer macht, und das andere Mal für den Ausgangskondensator, kriegen dann aber in beiden Fällen raus einerseits die Spannung über den Kapazitäten und können damit dann auch errechnen diese Spannungsübertragungsfunktion, und im anderen Fall die Ströme durch die Induktivität.